Moin Leute, ich habe eine relativ ungewöhnliche DIY-Heizungslösung. Ich habe euch Anfang 2022 bereits davon berichtet und über 2 Millionen Leute haben das Video gesehen. Da habe ich echt ziemlich dumm geguckt. Hintergrund des Ganzen ist, meine kleine Familie und ich haben halt vor 2,5 Jahren ein älteres Haus auf dem Land gekauft, also wo ich hier gerade drin stehe, mit relativ viel Platz, also so 200 Quadratmeter. Aber das Haus wurde halt so 1970 gebaut, ein bisschen saniert, ist aber jetzt echt nicht auf dem modernen Standard. Also Energieeffizienz Klasse D, also nicht so geil. Das heißt, Dämmung und neue Heizung wären eigentlich eine gute Sache. Ist aber tatsächlich, haben wir uns ein paar Angebote lassen, war echt unbezahlbar für uns, auch mit Förderung. Nach dem Einzug habe ich dann direkt eine 11 Kilowatt PV-Anlage selbst installiert. Also auf dem Dach vom Carport, auf dem Dach der Veranda und auf dem Balkon, weil es halt einfach zugänglich war. Und nochmal einen 20 Kilowattstunden DIY-Akku selbst installiert. Und das Ganze insgesamt mit Akku hat mich 10.000 Euro gekostet, also im Selbstbau. Schaut euch das Video dazu an, da habe ich es euch nochmal genauer gezeigt. Also heizen mit Strom wäre halt eine geile Lösung für uns. Also das vermutlich Besondere bei unserer Anlage ist, dass ich dezentral heize. Das heißt, dass jeder Raum mehr oder weniger einzeln beheizt wird und auch das Brauchwasser läuft über ein eigenes System. Das zeige ich euch gleich noch. Fangen wir mit den Raumheizungen erstmal an. Meine Räume heize ich momentan mit 5 verschiedenen Klimaanlagen. 2 sind von LG, eine große, eine kleine. Also die eine hat 2,5 Kilowatt Heizleistung, die andere ein bisschen mehr. Dann haben wir eine von Mitsubishi, die hat 4,2 Kilowatt Heizleistung, die ist fürs Wohnzimmer da, die hat richtig Power. Und 2 von Panasonic, die sind was kleiner, dafür die effizientesten, die haben 2,7 Kilowatt Heizleistung und die sind für die Kinderzimmer da. Funktionieren tut das richtig, richtig gut bisher. Die Außengeräte dafür stehen zum Großteil auf unserem Verandadach und sind deswegen echt kaum sichtbar, also wie ihr hier sehen könnt. Falls das aber nicht so gut geht und damit irgendwie ein optisches Problem zum Beispiel für euch ist, also weil ihr nicht so ein Verandadach habt und das dann alles an die Außenwand klatschen müsstet, kann man auch sogenannte Multisplit-Geräte nehmen. Das heißt, da können mehrere Innengeräte an einem Außengerät dran und dann sieht das Ganze schon ein bisschen netter aus. Okay, aber wie sieht es mit der Effizienz eigentlich aus von den Dingern? Ein guter Wert, um die Wärmepumpen miteinander zu vergleichen, also egal welche das jetzt sind, ist der sogenannte Scope. Dieser Wert gibt an, wie viel mehr Heizleistung ich zum eingesetzten Strom bekomme und das für verschiedene Außentemperaturen, also für 12 Grad, für 7 Grad, für 2 Grad und für minus 7 Grad. Denn je tiefer die Temperatur, desto weniger effizient ist eine Wärmepumpe tatsächlich. Bei einem Scope von 4 zum Beispiel, damit man sich das mal vorstellen kann, würde ich im Mittel über das Jahr gesehen 4-mal mehr Wärmeenergie bekommen, als ich Strom reinstecke. Hätte ich sozusagen einen Wirkungsgrad von 400%. Ne? Wie gesagt, ist jetzt umgangssprachlich, aber ihr versteht, glaube ich, was ich meine. Und das ist ein Riesenvorteil gegenüber fossilen Energie. Da kriege ich immer weniger Energie raus, als ich quasi in Form von Öl oder Gas reinstecke. Schauen wir mal, wie die unterschiedlichen Klimas von mir so abschneiden. Also ihr seht irgendwie hier, dass da, je nach welche ich da habe, irgendwie von 4 bis 5 alles dabei ist. Ja? Entsprechend ist aber auch der Preis. Also je höher der Scope, desto teurer waren die quasi bei gleicher Heizleistung. Und eine zentrale Wärmepumpe liegt jetzt bei vom Scope gesehen im ähnlichen Bereich. Also hier bin ich tatsächlich gar nicht mal so viel schlechter. Wer es richtig wissen will, der kann eine Panasonic Heat Charge kaufen. Die liegt bei einem Scope von so 6,2 und das ist halt echt Spitzenklasse. Und das ist tatsächlich auch eine Klimaanlage. Große Frage, warum habe ich überhaupt 3 Marken und welche finde ich am besten? Naja, also ehrlich gesagt hat sich das einfach so ergeben. Ich war auch neugierig, also auch für den Kanal tatsächlich, also für euch. Und ich würde es jetzt folgendermaßen zusammenfassen. Also die Mitsubishi ist, glaube ich, so mein Lieblingsding jetzt nach der ganzen Zeit. Das ist nämlich die leiseste, also die ist wirklich innen und außen richtig leise. Die wirkt am robustesten, finde ich. Und bisher einfach echt so sehr zufrieden. Ich habe sehr viel positives Feedback dazu gekriegt. Also ihr habt dann geschrieben, dass die bei euch teilweise 10 Jahre schon laufen und das ohne irgendein Problem, was mich auch sehr beeindruckt hat. Also das scheinen ganz gute Teile zu sein. Die Panasonic ist jetzt laut Datenblatt die effizienteste. Die läuft da nicht so lang, deswegen kann ich ja noch nicht so wahnsinnig viel zu sagen. Die ist aber schon lauter als die Mitsubishi, das muss man sagen. Und die LGs finde ich jetzt irgendwie mit am schlechtesten, weil die irgendwie gar keine Vorteile haben im Vergleich zu den anderen beiden. Die sind aber günstiger tatsächlich. Was natürlich auch ein Vorteil ist. Eine Sache, die ich ganz spannend fand, ist, die Klimaanlagen sind ja Konvektionsheizungen. Also die erwärmen die Raumluft direkt. Ne? Also die gehen dann durch diese Kühlrippen und machen sofort die Luft warm. Und die machen es nicht über Strahlung wie andere Heizungen zum Beispiel. Also eine Fußbodenheizung läuft zum Beispiel über Strahlung eher.
Das hat Vor- und Nachteile. Also ein wesentlicher Vorteil ist, dass das Aufwärmen eines Raumes halt sauschnell geht damit, ne? Es dauert wirklich keine 10 Minuten, dann ist der Raum warm. Und das bedeutet, also ich kann die Räume quasi immer ganz bedarfsgerecht heizen oder auch auskühlen lassen. Das kann mir dann relativ egal sein, ne? Wie gesagt, die Wände sind was kalt und so, das muss man dann wissen und Bock drauf haben. Aber für gewisse Räume kann das durchaus Sinn machen. Das heißt, ich muss sie nicht zwangsweise permanent heizen. Das kann ein Vorteil sein, ne? Wie gesagt, wenn das der Raum zulässt. Im Moment haben wir noch unsere alte Ölheizung am Laufen, aber im Background seht ihr auch die neue Brauchwasserwärmepumpe von Stiebel, das ist eine WWK 300, Kosten und so weiter kommen gleich noch. Die sorgt ab nächster Woche praktisch für warmes Wasser im Haus und entzieht der Luft hier im Keller, also auch der Abwärme von den Geräten, die hier stehen, also was weiß ich, Trockner und Waschmaschinen und so weiter, auch die Energie, die abgegeben wird und wärmt damit dann das Wasser auf. Das ist eigentlich eine ziemlich geile Sache. Ob das mit der Temperatur hier unten klappt, weil wir die Umluft nutzen, müssen wir halt sehen. Wenn es hier zu kalt wird, dann ließen sich aber auch die Luftschläuche nach außen legen. Dafür müsste ich dann aber noch 2 Kernlochbohrungen machen. Aber hier sind wie gesagt einige Elektrogeräte und die Abwärme von denen nutze ich natürlich so super effizient aus. Und der Rest wird dann über die Wände, sprich von außen, vom Boden oder auch etwas von oben kommen. Da hier nicht viel gedämmt ist, denke ich, dass das meiste eher so von unten und von oben kommt und von den Außenwänden. Also das meiste sind hier ja dann Außenwände. Aber mal sehen, ich werde euch dann davon berichten. Und das Teil kann ich jetzt hier auch über diese Seiteneingänge, sind hier an der Seite, kann ich das Ding auch tatsächlich auf 2 Temperaturen fahren. Also ich kann dann immer schalten, ob ich dann heiß oder kalt haben will. Dafür kann ich ja noch einstellen, wie heiß. Wofür, erkläre ich euch gleich noch. Der Anschluss ist auf jeden Fall total easy. Also ihr müsst eigentlich nur den Kaltwasserzulauf, Warmwasser und die Zirkulation tauschen, wenn ihr die wollt. Und das war es dann im Prinzip. Dabei hilft mir jetzt hier aber tatsächlich ein Installateur, weil ich habe 2 linke Hände und keine Ahnung, lieber nicht. Sonst habe ich hier alles unter Wasser stehen. Und ja klar, danach sind wir dann tatsächlich komplett unabhängig vom Öl. Und die Ölheizung behalten wir aber als Backup, ne, für Notfall, falls es doch zu kalt wird oder das System jetzt doch nicht so gut funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ich habe diese dezentrale Lüftung von Südwind, ich habe die hier mal aufgemacht und die ist mit der Wärmerückgewinnung. Und die Idee dahinter ist eigentlich einfach. Ich puste halt immer rein und wieder raus und das im Wechsel. Und in der Mitte ist halt so ein großer Keramikzylinder, dieses Ding. Und der wird beim Rauspusten quasi warm und beim Reinpusten wird die Wärme dann wieder abgegeben. Das Problem ist halt ganz einfach dabei, wenn der Lüfter alleine arbeitet und man rauspustet, dann muss die Luft ja irgendwo herkommen. Das bedeutet, es strömt halt von außen Luft wieder rein und das ist nicht optimal. Das heißt, der Wirkungsgrad kann hier nicht gut sein. Zudem sind die Teile echt laut und ich fand auch sehr teuer. Die waren halt irgendwie 400-500 €. Das fand ich jetzt ein bisschen krass für so einen Lüfter mit so ein bisschen Keramik drin. Es gibt aber auch noch Kreuzlüfter wohl. Die haben dann quasi permanent, macht der eine dann raus und der andere rein, so über Kreuz und tauschen dann die Wärme in der Mitte aus. Das scheint wohl ein bisschen sinnvoller zu sein. Naja, ich habe die Dinger jetzt trotzdem, ist halt einfach da. Und im Sommer ist das halt eine super Sache, da wir halt starke Allergiker sind und so frische Luft ohne Pollen haben. Das ist natürlich eine coole Sache. Um das Problem etwas zu umgehen, also mit dem Wärmeverlust, habe ich hier diesen CO2-Sensor. Und der misst praktisch den CO2-Gehalt im Wohnzimmer. Und wenn der zu hoch ist, dann schaltet er die Lüftung an. Und wenn die niedrig ist, die CO2-Gehalt, dann schaltet er die Lüftung einfach aus. Und das Ganze läuft über mein DIY-Smart-Home-System. Und so nutze ich die ganze Lüftung eigentlich nur, wenn es wirklich nötig ist. Kostenpunkt für den ganzen Kram waren ca. 30 € für den gesamten Sensor. Teileliste habt ihr unten in der Beschreibung. Jo, Strom direkt von der Börse. Unser Stromanbieter hat uns jetzt einen Brief geschickt und gesagt, ja, wir erhöhen euch jetzt zum nächsten Jahr von 27 auf 60 Cent die Kilowattstunde. Da habe ich mich natürlich mega gefreut. Keine Ahnung, Strompreisbremse hin oder her ist trotzdem sehr teuer. Und was ich ausprobieren möchte, ist ein sogenannter dynamischer Stromtarif. Also ich bekomme dann wirklich die Preise, die momentan an der Strombörse herrschen. Das heißt, ich habe jede Stunde einen anderen Preis. Und ihr seht hier mal, wie krass unterschiedlich das sein kann, je nach Tageszeit. Denn was bringt mir das? Naja, theoretisch könnte ich jetzt zum Beispiel nachts meinen Akku laden, wenn es günstig ist, und tagsüber dann verbrauchen. Ich muss hier aber noch Erkundigungen anstellen, ob das überhaupt legal ist. Tatsächlich weiß ich das nicht. Eigentlich müsste es im Sinne des Netzbetreibers sein, da ich ja so das Netz entlasse. Also das heißt, wenn die Nachfrage hoch ist, nutze ich meinen Akku und entlasse das Netz. Und wenn die Nachfrage niedrig ist, dann zapfe ich mir was in meinen Akku rein. Also eigentlich sollte das im Sinne des Netzbetreibers sein, aber na gut, ich weiß es nicht.
Unabhängig davon kann ich die Brauchwasser-Wärmepumpe aber bei billigem Strom vollautomatisch über mein DIY-Smart-Home-System auf eine höhere Temperatur einstellen und die Brauchwasser-Wärmepumpe dann als sehr effizienten Wärmespeicher nutzen. Ach ja, und was vielleicht auch interessant ist zu wissen, also am günstigsten an der Börse ist es, wenn die Windräder richtig bollern, also wenn wirklich starker Wind ist oder richtig viel Sonne, dann geht der Börsenstrompreis, ist kein Scheiß, fast auf null runter. Und das heißt nicht, dass ich null bezahle, denn 15 Cent habe ich praktisch immer, ne? Das ist so das Minimum, das ist halt wegen Steuer, Netzentgelte und auch dieser Börsenstromtarif kostet ein bisschen was. Aber trotzdem ist das der Hammer. Aber natürlich nur, wenn man seine Lasten regeln kann, beziehungsweise einen Speicher hat, den man auch irgendwie steuern kann. Optimal zum Beispiel bei einem E-Auto. Das heißt, ihr könnt nachts, wenn der Strom richtig billig ist, laden und tankt dann halt echt günstig. Also wenn ihr Glück habt, für 15 Cent. Ansonsten kann das Ganze echt teuer werden. Also wenn ihr das nicht könnt, also vorsichtig sein, jetzt nicht einfach holen, wenn ihr nicht die Möglichkeiten habt, diese Regelungen irgendwie einzubauen. Jetzt ist das, glaube ich, ziemlicher Quatsch. Okay, was hat das Ganze jetzt in der Anschaffung gekostet im Vergleich zu einer zentralen Wärmepumpe von Fachmann mit Förderung? Fangen wir erst mit meinem System an. Ich nehme jetzt die aktuellen Preise, also so Dezember 2022. Ich habe selber weniger bezahlt, da meine Bestellungen ja teilweise schon was älter sind. Trotzdem finde ich es jetzt fairer zum Vergleich und auch für euch vielleicht interessanter. Wie immer, ich habe mit den Shops gar nichts an den Hut, ich bin ganz normaler Kunde. Aber die Shops stehen alle unten in der Beschreibung, könnt ihr gucken, wenn ihr wollt. Einer ist sogar aus Italien, die waren die günstigsten. Allerdings hat der Versand da bei mir 1,5 Monate gedauert, was jetzt nicht schlimm ist. Hat alles funktioniert, hat nur lange gedauert. Okay, fangen wir an. Die LGs, die waren einmal bei 650 Euro, einmal bei 700 Euro. Die Mitsubishi, die lag so bei 1350 Euro und die Panasonic-Geräte, die waren dann pro Stück 990 Euro. Die waren so für die Leistung die teuersten, dafür halt auch die effizientesten. Dann hatte ich fünfmal Installationsmaterial, das waren insgesamt 500 Euro, so Pi mal Daumen. Und einmal die Brauchwasserwärmepumpe quasi, die ich euch eben gezeigt habe von Stiebel, plus Einbau und Material lag ich da jetzt insgesamt bei 3.800 Euro, würde ich sagen. Ist jetzt eher ein bisschen hochgeschätzt, aber so Pi mal Daumen passt das. Insgesamt lag ich also bei 8.990 Euro für das gesamte Heizungssystem. Schon krass, finde ich. Okay, Installationskosten werden jetzt einige Fragen, also für die Klimaanlagen, die sind meistens mit der Förderung, die man tatsächlich dafür kriegen kann, abgedeckt. Also das passt meistens ganz gut, nicht immer, kommt drauf an, bei welchem Installateur ihr da fragt, aber wenn ihr einen guten habt, also einen günstigen, dann ist das eigentlich nicht so, sollte das in etwa hinhauen. Zumindest war es 2022 so, dass ich noch 25% bekommen habe. Keine Ahnung, was nächstes Jahr wieder abgeht, wahrscheinlich nur, wenn der Mond richtig steht und du dich vorher dreimal im Kreis gedreht hast oder so, ich weiß es nicht, ey. Ich selbst hatte das Glück, irgendwie ein paar Freunde mit Kältemittelschein zu kennen, sodass wir uns dann einfach gegenseitig geholfen haben und gut. Ich kann euch auch nur empfehlen, mal zu fragen, denn so einen Kältemittelschein haben echt mehr Leute, als man denkt. Wie sieht es mit der zentralen Wärmepumpe aus? Weiß ich natürlich nicht, deswegen habe ich euch gefragt, was ihr so aktuell bezahlt habt für eine Wärmepumpe so in meiner Größenordnung, also so ungefähr 20 kW Heizleistung inklusive Förderung und wenn möglich auch mit Fußbodenheizung, dem Umbau. Und ja, da kamen echt einige E-Mails von euch und es war erstaunlich einheitlich. Also bei den meisten lag der Einbau für die Wärmepumpe so bei grob 35.000 bis 40.000 Euro, je nach Aufwand schwankend. Und nochmal 11.000 Euro für die Fußbodenheizung, also so um die 45.000 bis 50.000 Euro insgesamt. Und mit Förderung war das bei den meisten, die haben dann so 35% bekommen. Und da kam ich dann auf 30.000 bis 32.000 Euro für den Umbau halt. Das war so, das waren so in der Regel die Werte, die ich von euch bekommen habe. So, wie sieht es mit den Betriebskosten aus? Fangen wir mal mit der Ölheizung an. Also ich verbrauche hier 15 Liter im Winter und 2,5 Liter im Sommermodus. Der durchschnittliche Heizölpreis lag 2022 bei 1,40 Euro den Liter. Grob 150 Tage im Jahr ist bei mir die Heizung so im Wintermodus, also brauchen wir so grob 2700 Liter Öl im Jahr. Also es sind dann umgerechnet 2780 Euro, die ich 2022 dafür bezahlt hätte. Okay, wie sieht es mit den Klimaanlagen aus? 2022 haben wir insgesamt bisher 1660 Kilowattstunden an Strom aus dem Netz bezogen. Das ist so wenig, weil wir natürlich die PV-Anlage haben. Für den restlichen Dezember, also wir haben jetzt Anfang Dezember, werden es aber noch 600 zusätzliche Kilowattstunden werden. Also das kann ich ganz gut abschätzen im Moment. Also haben wir so circa 2300 Kilowattstunden an Strom aus dem Netz bezogen. 7743 Kilowattstunden hat die PV-Anlage bisher geliefert. Ich denke, es wird jetzt nicht mehr so viel mehr, weil Dezember ist halt echt mau.
Und davon wurden 2671 Kilowattstunden eingespeist, für die ich dann 6 Cent bekommen habe. Der durchschnittliche Strompreis 2022 liegt bei grob 40 Cent, also ungefähr haben wir dann 920 Euro an Stromkosten gehabt, ne? Aber für alles, also für Hausstrom, Klimaanlage, wirklich für alles, ne? Fürs Ganze, für den gesamten Strom. Unser Strompreis lag damals noch bei 27 Cent, ich nehme jetzt aber trotzdem die 40 zur besseren Vergleichbarkeit mit der Ölheizung. Okay, dann haben wir noch die Kosten für das Warmwasser, also die Ölkosten für das Warmwasser 2022, das waren dann 2,5 Liter mal 365 mal 1,40 Euro, also 1.277 Euro an Ölkosten fürs warme Wasser. Davon müssen wir noch 160 Euro abziehen, die ich an Strom eingespeist habe und das ich dann als Vergütung erhalte. Also haben wir jetzt ungefähr 2.037 Euro, also Pi mal Daumen 2.000 Euro, was so ganz grob die Hälfte ist von der Ölheizung. Und das inklusive dem Haushaltsstrom. Ne? Das habe ich bei der Ölheizung nicht drin gehabt. Das heißt, der Vergleich ist nicht mal ganz fair. Und der Großteil, muss man ja auch sagen, von den 2.000 Euro waren ja die Ölkosten fürs warme Wasser, die bei mir jetzt auch bald wegfallen, weil ich ja die Brauchwasserwärmepumpe habe. Und die Brauchwasserwärmepumpe läuft ja das gesamte Jahr. Das heißt, ein Großteil der Zeit läuft das ziemlich komplett über die PV-Anlage, was halt richtig geil ist. Ja, was vielleicht auch interessant ist, ich wollte tatsächlich auf diese mickrigen 6 Cent, also die Einspeisevergütung, verzichten. Zumindest dann, wenn die Bürokratie dafür für mich etwas geringer gewesen wäre. Also ich hätte meinen Strom tatsächlich der Öffentlichkeit geschenkt, hätte ich kein Problem mit gehabt, wenn die mir nicht so extrem auf den Sack gegangen wären. Also mal ganz flapsig formuliert. Aber das Gegenteil ist der Fall. Das heißt, wenn ich das machen will, wird es noch komplizierter. Denn dieser Fall ist in Deutschland einfach nicht vorgesehen. Ich habe es dann am Ende auch einfach aufgegeben. Deutschland halt. Ja, vielleicht noch so ein paar kleine Hints irgendwie, die man wissen muss. Also bei den Klimas zum Beispiel müsst ihr darauf achten, bis zu welcher Temperatur die überhaupt noch heizen können. Also es gibt da eine Untergrenze. Das heißt, wenn ich da drunter komme, schalten die meistens nicht so direkt ab. Aber das kann sein, dass die Leistung dann halt schon ziemlich unterirdisch ist. Also da muss man ein bisschen schauen, ob das dann für eure Umgebung so passt oder im Zweifel dann eine Klimaanlage nehmen, die dann halt tief genug kommt. Also da gibt es Unterschiede. Bisher haben wir uns alle super durchgehalten. Wir hatten noch kein Problem damit. Also das lief eigentlich 1A. Und im Notfall haben wir immer noch die alte Ölheizung als Backup, also die können wir immer sofort anschmeißen und dann ist es auch wieder alles okay. Die Klimaanlagen dürft ihr übrigens auch nicht selber einbauen, da das Kältemittel da drin extrem klimaschädlich ist und man die Leitungen vorher evakuieren muss, auf Dichtigkeit prüfen muss, dafür braucht man einen Schein. Vielleicht kennt ihr aber jemanden, der diesen Schein hat. Wie gesagt, ich kenne da relativ viele Leute sogar. Fragt einfach mal rum, da ist man manchmal überrascht. Ja, Fazit. Das Ganze scheint ein mega großes Thema zu sein. Also ich meine, 2 Millionen Views fand ich Wahnsinn. Also hätte ich mir nie träumen lassen. Und tatsächlich war hier schon das WDR, das MDR und die New York Times. Die haben auch wirklich hier, waren die und haben darüber berichtet. Die Beiträge sind in der Beschreibung, wenn es euch interessiert. Ich will jetzt nur darauf hinaus, es ist halt für euch ein wichtiges Thema und ich verstehe das komplett. Also bei weiteren Fragen schießt einfach los oder kommt zu uns im Forum. Also keine Frage ist irgendwie zu dumm oder so. Fragt lieber, bevor ihr da irgendwie dumm irgendeinen Scheiß macht. Also das ist immer klüger, vorher zu fragen. Insgesamt würde ich sagen, ich will gar nicht behaupten, dass das immer und überall der beste Weg ist. Ja, also für uns war es das jetzt. Ich glaube, für einige von euch möglicherweise auch. Ist zumindest eine Überlegung wert, vielleicht auch als Zusatzheizung oder so. Dann kann das ganze System ein bisschen kleiner bleiben. Mit der PV-Anlage seid ihr hier auf jeden Fall super günstig unterwegs, was den Unterhalt und auch die Anschaffung angeht, also wenn man viel selber macht. Wir sind super glücklich damit, wir haben keinen Stress irgendwie, die ganze Erhöhung interessiert uns tatsächlich kaum, was echt angenehm ist im Moment. Und in den nächsten Monaten werde ich euch super gerne von meiner Erfahrung mit der Brauchwasserwärmepumpe berichten und sag mal bis dahin, macht's gut, ciao.